Eine neue Chaoten. Jetzt, wo dieser ganze Informationskram am Anfang geregelt ist, darf ich auch mal reden? Ich bin die Shan, hallo. Ich glaube, viele von euch haben mich noch nie gehört. Das ändert sich mit dem heutigen Video. Warum mache ich ein Voice-Over? Ja, heute ist ein besonderer Tag, ein besonderer Anlass, ein besonderes Video auch noch dazu. Nicht nur, weil ich rede, sondern auch, weil ich etwas ankündigen möchte. Etwas ganz Tolles. Ja, die liebe Shivas Tochter, also Shiva, auch hier auf YouTube. Ich werde sie verlinken. Ich glaube, auch ihren wundervollen Chibi, die ich da unten in die Ecke gepackt habe. Die liebe Shiva hat mich vor ein paar Monaten angeschrieben, hat mich gefragt, ob ich nicht ein paar Motive für ihren Merchandise-Shop machen kann. Auf Elbstar, den ich auch verlinken werde. Ja, also sie hat mich gebeten, was für sie zu zeichnen. Ich habe zugestimmt. Und anlässlich der Eröffnung heute, am 31. Oktober, wo sie auch einen wundervollen Horrorstream macht, den ihr auch sehen solltet, habe ich mir gedacht, komm, lädst das Video hoch, machst du selber noch eine Ankündigung und zeigst den Leuten, was du da gezeichnet hast, zumindest für eins der Motive. Also es gibt insgesamt, glaube ich, 5 oder 6 Motive mittlerweile mit dem Special für heute, dieses Halloween-Special. Und ja, also ich habe mir mein liebstes Motiv von allen rausgesucht, muss ich sagen. Ich habe mir nämlich das einfach magisch rausgesucht, wie ich es wundervoll getauft habe, an dem ich 5,5 Stunden allein an dem Charakter, allein an dem, was hier in dem Video gezeigt wird oder nicht gezeigt wird, in dem Ausmaße von Outlines bis zur fertigen Koloration. Das hat nämlich wirklich 5,5 Stunden gedauert. Ich bin unglaublich stolz, Leute, dass ich es geschafft habe, diese 5,5 Stunden so zu schneiden, dass es vernünftig aussieht. Und in ein 8-Minuten-Video packt. Meine kleinste Sorge ist das jetzt, also die größte Sorge ist jetzt, in dem Moment dieses Video mit ein bisschen Sprache zu füllen. Weil, ihr wisst es ja, ich habe bis jetzt noch nie so ein Voice-Over gemacht. Und es ist echt kurios zu sehen, wie ich die Zöpfe gemacht habe. Also, als ich das in dem Moment gemacht habe, ging mir das echt auf den Sack. Weil es wirklich extrem lange gedauert hat. Aber jetzt, wenn ich das so sehe, ja, gute Arbeit. Ich darf mir auf den Rücken klopfen, auf die Schulter klopfen. Habe ich gut gemacht. Ich denke mal, andere machen es noch besser, aber ich bin stolz für den Moment. Besonders, weil dank der lieben Shiva ich 3 Probleme getackelt habe, mit denen ich normalerweise überhaupt nicht klarkomme und ich auch sehr ungern bezeichne. Das eine sind, Überraschung, die Zöpfe. Und das andere ist Koloration von Gold und Eis. Da Shiva ja so einen wundervollen Eischarakter hat, konnte ich natürlich nicht drum herum, das zu machen. Und genauso das Gold, die Goldringe oder halt auch dieser Goldschmuck im Haar. Das waren so ein paar Sachen, wo ich gedacht habe, oh scheiße, kriegst du das überhaupt hin? Du kannst kein Gold zeichnen, du kannst kein Eis zeichnen. Wirst du sie enttäuschen oder wirst du es nicht? Das war hier die Frage. Ich habe sie nicht enttäuscht. Nach ein paar Versuchen, noch ein bisschen rumspielen und hier und da, hat das geklappt. Und sie hat sogar mit sehr viel Freude diese Bilder empfangen. Sie war richtig happy. Also ich bin auch ganz, ganz stolz auf mich. Ich bin auch ganz, ganz stolz darauf, dass ihr diese Motive dann auch im Shop sehen werdet. Das ist... Ja. Oh mein Gott, meine Bilder auf T-Shirts. Für jemanden Besonderes, für jemand teilweise Berühmtes hier auf YouTube. Das ist... Oh mein Gott, was habe ich getan? Um das zu verdienen. Also, ich bin echt stolz darauf, dass es so geklappt hat. Ja, wie soll man sagen? Also, wirklich, dieses Bild hat mich manchmal bangen lassen, denn auch die Datei war extrem riesig. Also, ich weiß nicht, auf was für Größen ihr zeichnet, wenn ihr zeichnet. Normalerweise zeichne ich meine Chibis auf 1500 mal 2000. Und diese Bilder waren halt auf 3300 mal 4200. Glaube ich, mit 300 dpi. Oh Gott! Also, ich arbeite ja mit vielen Layern und irgendwann hat Sai dann auch gesagt bei der Größe der Datei, nö, ich habe keine Lust zu speichern oder nö, komm, ich mache dir ein bisschen Angst. Also es ist bis zum Finale, also besonders zum Finale, ist es, glaube ich, 4-mal abgestürzt. Zum Glück immer so, dass es halt nach dem Speichern abgestürzt ist, dass nichts von der Datei kaputt gegangen ist oder dass mir irgendwelche Schritte wirklich hängen geblieben sind, weil während der Aufnahme habe ich nicht gespeichert. Während ich diese wundervollen Aufnahmen gemacht habe, habe ich mich nicht getraut zu speichern. Beziehungsweise habe es auch teilweise vergessen. Ich weiß, ist doof, sollte auch kein Zeichner machen. Kinder, speichert immer, ganz wichtig. Aber wenn man voll im Element ist, verstehe ich auch vollkommen, dann vergisst man auch mal zu speichern. Macht niemanden Vorwurf, aber Kinder, speichert, bitte tut das.
Das ist eine ganz gefährliche Sache, wenn ihr da irgendwie 3 Stunden an einem blöden Bild hangt und dann, boop, Zeus sagt nö, oder Photoshop sagt nö, und dann müsst ihr das alles, was ihr in diesen 3 Stunden gemacht habt, nochmal machen. Das ist, boah, nee. Also ich bin mindestens 300 Tode gestorben mit diesem Bild. Einfach nur, weil Sai immer wieder gesagt hat, ich habe keinen Bock auf dich. Nee, ey. Also zum Schluss ging es ja wieder, weil ich habe mir dann gesagt, weißt du was, Merch statt jetzt einfach alles zusammen. Ich habe ja meinen Ordner da mit der Koloration, ich habe meinen Ordner mit den Outlines. Später kam noch ein Ordner dazu mit dem Hintergrund und irgendwann habe ich gesagt, weißt du was, jeden einzelnen Ordner merchst du dir jetzt zusammen. Packst dann die Bilder, also die Bildteile von dem Charakter zusammen und hoffst darauf, dass Sai das überlebt. Als ich alles zusammengepackt habe mit der Koloration, hat Sai wirklich so 5 Minuten da gestanden und gesagt, ja, überlegen wir mal, sind wir wirklich so freundlich und tun das oder sagen wir tschüss. Also 5 Minuten bangen und nicht die Maus bewegen, beziehungsweise nichts anderes anklicken. Das heißt, ich habe den Laptop stehen gelassen und gesagt, weißt du was, geh raus, hol dir einen Tee, einen Entspannungstee am besten, so einen Beruhigungstee, der dich vielleicht sogar K.O. schlägt, damit du das nicht erträgst, falls der wirklich jetzt abstürzt. Aber, boah, alles hat überlebt. Ich bin glücklich, also ich bin wirklich glücklich. Ich bin auch sehr motiviert, weiter diese Motive zu machen. Die Shiva hat auch schon angekündigt, sie möchte noch ein paar Motive haben. Das heißt, ihr kriegt vielleicht noch ein paar Videos, ein paar schöne Videos mit den verschiedenen Arbeitsschritten. Vorausgesetzt, sie erlaubt mir das. Ist ja immer so, wenn ein Auftraggeber sagt, ja, du darfst das machen, dann darfst du das auch machen. Wenn ein Auftraggeber sagt, nein, das darfst du nicht machen, dann darfst du das auch nicht machen. Außer du hast natürlich gesagt, ich bestimme hier. Aber meistens bin ich so, ich sage, ja, komm, sag du, möchtest du das oder möchtest du das nicht? Ich habe sowieso noch ganz, ganz viel Videomaterial zu diesem Augenblick. Ich weiß nicht, ob ich den bis dahin schon hochgeladen habe, also bis dieses Video kommt, schon hochgeladen habe. Oder halt nicht. Das werde ich dann aber auch sehen. Und dann, ja, also ich bin schon fast am Ende, sehe ich gerade. Und daher sollte ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag noch. Bye!